Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Kunsthalle Wien mit dem akademischen Viertelstündchen Verspätung. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem Talk mit Plamen Dejanov, der Ihnen das Projekt The Bronx House vorstellen wird. Ein, wie ich finde, überaus spannendes Projekt, was jetzt aktuell gerade auf dem zentralen Alexander-Battenberg-Platz in Sofia realisiert wird. Sie sehen hinter uns ein Rendering. Das ist The Bronx House, eine 11 Meter hohe Skulptur im öffentlichen Raum, aber wie wir erfahren werden, mehr als nur eine Skulptur. Das ist gewissermaßen ein Platzhalter, der einen zentralen Ort in Sofia mit einer sehr interessanten Historie markiert und gleichzeitig diesen Platz auch wiederum eben in eine Sphäre des Öffentlichen verhandelt. Plamen Dejanov hat vor nicht allzu langer Zeit die Kunsthalle Wien gefragt, ob wir nicht dieses Projekt quasi in unser Programm integrieren wollten, als quasi ein Satellitenprojekt der Kunsthalle Wien. Wir fanden das überaus spannend, weil mit diesem Werk, was über schon eine ganze Vielzahl von Jahren entstanden ist, wichtige Fragen angesprochen werden, die uns als Kunsthalle Wien immer wieder interessiert haben. Also was heißt Öffentlichkeit? Was kann Kunst? Wie ist das Verhältnis zwischen Kunst und Publikum? Was passiert, wenn man sich in der Sphäre des Öffentlichen artikuliert etc.? Das Projekt ist auch insofern spannend. Bulgarien hat gerade den EU-Ratsvorsitz inne. Das hat sicherlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass dieses Projekt jetzt endlich realisiert wird. Das ist für uns allerdings, glaube ich, nur so eine Geschichte am Rande. Sicherlich wird diese Skulptur sehr stark im Fokus dann auch der politischen Öffentlichkeit stehen. Damit kann man aber auch, glaube ich, auf intelligente Art und Weise spielen und sozusagen diese kulissenhafte Funktion, die dann eine künstlerische Arbeit im Bezug auf politische Repräsentation übernimmt, kritisch hinterfragen. Plamen wird uns aber jetzt erstmal so ein bisschen einführen, quasi in die Gedanken, die zu The Bronx House geführt haben und vor allen Dingen auch die verschiedenen Stationen vorstellen, die dieses Projekt im Laufe der Jahre durchlaufen hat. Es ist an verschiedenen Institutionen in Prototypen gezeigt worden. Es ist quasi über die Jahre hinweg immer wieder ansatzweise realisiert worden und kulminiert jetzt eben gerade aktuell vor Ort in Sofia. Plamen. Danke, Vanessa. Guten Abend. Ja, ich danke fürs Kommen. Ich habe die letzten 12 Monate sehr viele in Sofia, in Bulgarien, sehr viele Vorträge machen müssen auch. Das war Teil, das wurde das Gesetz verlangt, dass auch so, bevor so ein öffentlicher Platz bespielt wird, um die ganze Genehmigung zu bekommen, das war ein Prozedere, was ich durchgehen musste. Und ich dachte, ich bin gut vorbereitet, ich kann das gut, bis wir eigentlich gestellt haben, dass diese Präsentation dort ganz irgendwie eine andere Präsentation war. Ich musste dort Politiker, ich musste dort auch die Bevölkerung überzeugen und beziehungsweise vor allem erklären, dass das überhaupt Kunst ist. Da haben wir es eben heute und da sind auch und Alex und Benny, die mir geholfen haben bei der Präsentation, auch festgestellt, dass wir das komplett neu erstellen müssen, weil ich erzähle über ein Projekt, das von einigen Jahren schon begonnen hat und mich immer wieder, es ist nicht das Einzige, was ich gemacht habe die letzten Jahren, aber immer wieder eine Rolle gespielt hat und immer wieder präsent war. Sehr viele Phasen, so wie Vanessa gesagt hat, sind da, waren dabei. Eigentlich hat das für mich auch und für viele Institutionen nicht diese Spannung verloren. Das ist schon das Irritierende, weil man heutzutage selten über 10 Jahre an einem Projekt arbeitet. Heute erzähle ich auch die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Eigentlich hat es alles begonnen mit einer Einladung von Palais de Tokyo in Paris, eine Einzelausstellung zu machen. Das war zu Beginn, also kurz nach der Eröffnung von Palais de Tokyo, wo der Kurator damals meinte, ich kann das ganze Haus bespielen.
Ich habe eine, ich nehme an, dass fast alle diesen Raum kennen, aber da sieht man nur seine Aufnahme, sie über 10.000 Quadratmeter Fläche mit riesig hohen Räumen. Und der Kurator, Direktor damals meinte, ihm wäre wichtig, dass ich was Neues vorschlage und nicht auf alte Arbeiten zurückgreife. Nach lange Hin und Her habe ich dieser Raum, der doch präsent war, so dominant, nicht verkleinern können, aber ich habe konzeptuell dann die Ausstellung nach Berlin verlegt. Damals war mein Atelier noch in Berlin und die Ausstellung hat in Berlin in mein Atelier stattgefunden. Die Räume in Paris standen leer, war nur alles ein Hinweis, dass die Ausstellung, gab es Einladungen und alles, wie es normalerweise gab, aber die Ausstellung, aber mit einer Berliner Adresse. Und was einfach so aus einem konzeptuellen Vorschlag entstanden ist, hat dann später sehr viele Fragen, so Themen angesprochen, und es sind viele Fragen entstanden, die mir gut gefallen haben und wo ich mir gedacht habe, damit will ich weiterarbeiten. Zu dieser Zeit war mein Atelier noch in Berlin am Hackischer Markt, in dieses Glasgebäude, das ist ein reines Bürogebäude. Eines der spannendsten Beispiele für zeitgenössische Architektur damals in Berlin. Und was interessant war, durch die Verlegung der Ausstellung war plötzlich, das habe ich nicht so ganz bedacht damals, war plötzlich für die Öffentlichkeit war dieser Ort eine Filiale von Palais de Tokyo in Berlin. In alle Galerieführer in Berlin, in alle Zeitungen, war als Kulturprogramm der Stadt Berlin, gab es da zur damaligen Zeit tausende Galerien, aber nur fünf Institutionen für zeitgenössische Kunst. Das war Hamburger Bahnhof, das waren die Kunstwerke, die Neue Nationalgalerie, Deutsche Guggenheim und eben plötzlich tauchte auf Palais de Tokyo Berlin Filiale. Das hat dazu geführt, und das war eben so der Beginn auch von meinen Überlegungen, das hat dazu geführt, dass es täglich, und das war nicht vorgesehen, erstens, also für die Eröffnung war es so, dass die, nicht für die Eröffnung, für die ganze Ausstellung, Palais de Tokyo hat die ganze Struktur nach Berlin verlegt. Es gab vor meiner Atelier Kasse mit Angestellten von Palais de Tokyo, der Eintritt war 3 €, man hat normal ein Ticket, sogar Französisch, die haben sogar alle Französisch gesprochen. Die Beschriftung war im Atelier über meine Werke, die da waren beschriftet, im selben Stil wie in Paris. Gab es ein Bar von Ricard, was eigentlich ein Sponsor damals von Palais de Tokyo war, und eigentlich ein Bar, was irgendwie sich auch sehr berühmt war. Eben das hat jetzt dazu so geführt, dass es oft so bis zu 500 Besucher am Tag da kamen, nicht wegen mir unbedingt, sondern nur weil sie sich Palais de Tokyo, die neue Filiale in Berlin anschauen wollten. Also ich habe damit nicht gerechnet, das war eine Ausstellung. Schon selbst bei der Eröffnung war schon eine Sensation, weil die irgendwann mal Getränke ausgegangen sind. Das war der Hauptsponsor auch peinlich, da mussten sie von umliegenden Bars Getränke kaufen, eigene kaufen, um die Leute nicht zu enttäuschen. Aber diese tausende Besucher Woche für Woche hat mich immer auf die Idee gebracht, dass eigentlich so ein Projekt interessant wäre, wenn man nicht in einer Hauptstadt macht, sondern irgendwo am Land, irgendwo, wo gar nichts gibt. Weil die meisten Besucher waren immer Kultur oder haben Kunstbezug gehabt, Kulturbezug. Das waren oft ganze Busse von Mitgliedern von Ausstellungshäusern in Deutschland oder in Dänemark, die Ausflug nach Berlin. Berlin war immer schick und alle haben so gruppenweise angeschaut und jeder ist gekommen, manchmal zu 40, zu 50 Leute auf einmal, sich diese Filiale von Palais de Tokyo angeschaut. Und ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn man ein Projekt, ähnliches Projekt realisiert, aber nicht in Berlin, nicht in New York, nicht in Paris, sondern einfach irgendwo, wo gar keine zeitgenössische Kunst gibt. Das heißt, aber doch irgendwie, vielleicht doch, und dass man dann alle Touristen oder die Bevölkerung dann einbindet dadurch, weil sonst keine Alternative vielleicht gibt. Also das sind so Fragen, die zu Beginn wichtig für mich waren. Entschuldigung.
Und nach der Suche nach dem perfekten Ort waren Texte, vor allem Texte, die ich jetzt nicht hier habe, aber da ist eine Zeichnung von Le Corbusier von Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das ist eigentlich der Ort, wo ich in Bulgarien geboren bin, Veliko Tarnovo, und wo ich aufgewachsen bin teilweise. Und habe mir sofort nach diesen Texten von Corbusier diese Stadt angeschaut, weil der schwärmte total und das eine perfekte Ort und vergleiche es mit Orten in Deutschland, in Frankreich, in Italien und so weiter. Und ich habe das eigentlich nie gesehen und finde so, wenn man dort aufwächst, sieht man bestimmte Sachen nicht. Und ich bin noch einmal angefangen und dachte, ja, das ist vielleicht nicht der perfekte Ort, um dieses Projekt da zu beginnen. Auch noch eine Zeichnung von Corbusier von der Stadt. Diese Entscheidung, aber auch in Bulgarien ein Projekt zu realisieren, hat natürlich nicht nur Vorteile gehabt. Ich musste ein Projekt beginnen oder mir Gedanken machen, auch über die gesamte Struktur. Ja, das, was wir hier kennen, also dass die Institutionen gibt, die einen unterstützen, dass Sammler gibt, dass auch Galerien, das alles gibt es noch nicht, nicht einmal der Staat. Oder es gibt, ich muss mal sagen, 30 Jahre nach der Wende hat Bulgarien immer noch kein Museum für zeitgenössische Kunst. Also, und er kommt auch, wird auch lange nicht kommen. Also so, und das ist ja nicht einmal 1000 Kilometer von hier entfernt. Und noch und schon in der EU. Also da wusste ich, dass es nicht leicht wird, aber gleichzeitig fand ich, dieser Reiz war da und hat nicht nachgelassen. Also mein Plan war, eine Reihe von Skulpturen aufzubauen, mitten drinnen in Bulgarien am Land. Wir haben mit Unterstützung von Förderer auch passende Landgrundstücke, so wahrscheinlich, ich habe mir ähnlich wahrscheinlich wie Marfa bei Donald Judd war die Idee, dass man so ganz am Land was macht und dass ich dann eine Reihe von Skulpturen schaffe, wo ich dann ähnlich vielleicht wie in Berlin, dass ich immer wieder meine Ausstellungen dort verlege und dass ich dadurch diese Spannung oder dadurch, dass auch um meine Skulpturen vielleicht Infrastruktur entsteht und so eine neue Stadt. Also nicht, dass man eine Skulptur in einer Stadt stellt und dass da, wo alles funktioniert, sondern dass man um die Skulpturen, dass die ganze Infrastruktur entsteht. Also das waren die ersten Gedanken. Ich muss jetzt endlich mal aufhören. Das sind auch die ersten Modelle, wo ich nicht wusste, am Anfang so Experimente, soll man diese Skulpturen sehen, die aus Glas, aus Keramik, aus Holz, aus Bronze, aus Stein, das sind so Modelle, wie dass diese Stadt eventuell entstehen kann, so mittendrin, also so am Land, wo wie gesagt, oder in einem kleinen Stadt, wo wie gesagt null Infrastruktur, also noch gibt, so wie wir das hier kennen. Und ich wollte unbedingt auch, dass dieser Raum auch diese Skulpturen auch begehbar werden später, weil eben um diese Möglichkeit dort auch Projekte zu machen oder sogar sie zu bespielen und mehr in diese Richtung gedacht habe, so begehbare Skulpturen, also dem man denkt, man jetzt an hier Wotruba, Den Graham, also Wotruba meine ich die Kirche, aber Den Graham oder habe ich immer mehr und mehr gesehen, dass wenn ich jetzt Holz verwende, Keramik verwende, wenn ich Glas verwende, so klassische Bildhauermaterialien, dass man da zu nah an Architektur kommt. Dass man dann, also Architektur ist immer Beton, Glas, Holz, Stein. Und da war schon diese Idee entstanden, dass man, jetzt ist richtig, ja, dass man doch das Bronze verwendet. Und diese Aufnahme ist jetzt von der Präsentation, die ich in Bulgarien gemacht habe, aber habe ich trotzdem gelassen. Bronze, wenn man schon wie in Bulgarien ein Projekt realisieren will, dann musste man ja auch eine Sprache finden, wo die Leute es auch verstehen. Weil die erste Frage war immer, wieso ist das überhaupt Kunst, was du hervorhast? Oder wieso ist das also Kunst? Also wenn das, ja, also dort ist schon so, dass die Bilder, wenn das nicht an der Wand hängt. Und eine Rettung war für mich auch, dass in Bulgarien die
erste Goldschätze der Welt irgendwie befinden. Die sind zwar nicht von den Bulgaren, die sind 2.000, 3.000 Jahre vor Christus, aber die sind ein Territorium. Es gibt die älteste Goldschatz, die ersten Bronzeschätze. Also, und da wird protzen sie sehr, beziehungsweise die verkaufen sich sehr gut. Egal, wenn man in Paris ist oder sogar Kunsthistorisches Museum hat. Voriges Jahr eine große Ausstellung, da gibt es diese 5.000 Jahre alten Goldskulpturen und Bronzeskulpturen, die dann, und wenn man sagt, ich will auch so eine Reihe von Bronzeskulpturen, dann war plötzlich für die Leute, okay, wenn man das damit so beginnt, das verstehen wir, das ist schon, das konnte schon interessant. Und ich, ohne Ahnung zu haben, bin ich in diese Bronzeproduktion gelandet und ich bin zwar selber Bildhauer, ich habe Michelangelo Pistoletto studiert, aber so klassische Ausbildung, so das mit Bronze haben wir es nicht alle. Und ich habe eine Reihe von Projekten gemacht, wo ich einfach Alltaggegenstände, meine Staubsauger von meiner Tele in Berlin, einfach Winterreifen von Auto, Spielzeug von meinen Kindern, egal, alles was da war, wurde dann in eine Reihe von Bronzeskulpturen umgesetzt. Allerdings, um die ganze Gießereien und so zu lernen, habe ich auch das Konzeptuelle gelöst, wo jede Skulptur war eine Auflage von drei, aber jede Skulptur, jede Auflage wurde in eine andere Gießerei produziert. Das war deswegen wichtig, weil so habe ich Kontakt mit Gießereien gehabt, Kontakt mit Leuten und ich könnte alle ausfragen über Bronze, wie weit möglich wäre, so ein bisschen größeres Projekt aus Bronze zu machen. Ich habe dann auch ziemlich schnell mitbekommen, dass das eigentlich so kleine Skulpturen geht, aber wenn man eben so kleine Bronzeskulpturen, die dann, aber wenn man dann größere Sachen macht, dann wird das nicht leicht sein. Und aber gut war, weil diese Skulpturen auch allein durch Verkauf und so weiter hat man immer wieder Geld gesammelt. Das ist ja auch so. Ich habe jetzt nicht so wie hier Kör beispielsweise, wird ein Projekt gemacht und es gibt schon Budget. Ich habe null Budget, null. Und ich musste jeder Cent und jeder Schritt auch finanzieren, beziehungsweise habe ich immer dank meiner Unterstützer, also von Sammler, ich bin froh, dass auch heute Gabi und Burke da sind, einer meiner ersten Unterstützer, durch Sammler, durch Institutionen bin ich immer Schritt für Schritt weitergegangen. Irgendwann einmal war es so, konkret, Material war klar, Bronze, habe ich mir angefangen, wie kann diese erste Skulptur aussehen. Das waren einer der ersten Modelle, im Zuge dieses Projekts entstanden sind. Zuerst waren sie auch aus Papier alle und aus Gips. Irgendwann einmal waren sie auch aus Bronze, wo ich dann, und ich viele Ausstellungen, ich bin wahnsinnig dankbar und glücklich gewesen scheinbar, was viele gute Institutionen, gute Kuratoren damals Interesse am Projekt gezeigt haben und von Anfang an mich unterstützt haben. Das war, glaube ich, eine Einzelausstellung von mir, in Frac Champagne, glaube ich, nicht so wichtig die Location, aber trotzdem, ich habe immer die Möglichkeit, über das Projekt zu reden, über das Projekt so als Plattform, auch mit Sponsoren, mit Sammlern, mit Kuratoren, um nächste Schritte zu planen. Eine sozusagen eine Zwischenfrage, wie konkret war das damals eigentlich schon? Noch nicht, ne? Das wurde dann irgendwann immer größer und sozusagen hat dann zum Schluss die Form angenommen, aber die Grundidee sozusagen einer Bronzeskulptur auch an der Schnittstelle zwischen eben zeitgenössischer Kunst und Architektur war von Anfang an da. Genau, und diese Entscheidung, dass man das aus Bronze macht, hat, ich glaube, diesen Bezug zur Architektur weggenommen, weil es gibt kein Haus komplett aus Bronze, wo Boden, Wände da ist. Es gab verschiedene Studien von unterirdisch einem Modell hier, bis mehrere Geschosse, also gab es über 100 Modelle, die ich gemacht habe, meist natürlich aus Papier und Gips oder so, aber dann immer wieder, wenn es konkreter wurde oder mir eine Studie gefallen hat, wurde dann auch umgesetzt aus Bronze oder aus Keramik, eben auch so Sachen, die auch beigetragen haben durch die Verkäufe, dass man ja weiter realisieren kann. Richtig, jetzt, ja, ja, noch einmal, das war eine Einzelstellung von mir in Hamburg, Kunstverein. Ja, das war auch nicht ohne. Die Unterstützung der Medien war auch wichtig. Immer wieder werden jetzt so Covers kommen, das sind nur
wo immer wieder eben, das ist zum Beispiel ein Papiermodell, einer der ersten, wie das so ein Bronzehaus aussehen kann. Aber immer noch zu dieser Phase noch, zu dieser Zeit, haben alle immer noch gesagt, das wäre unmöglich, weil allein das Material will das nicht erlauben. Aber die vielen Leute, die mit mir gearbeitet haben, das muss man sich vorstellen, das sind auch Architekten und Statiker und so, die fanden auch die Herausforderung interessant. Und ich kann mich erinnern, irgendwann einmal kam ein, die großen Skeptiker sind immer Architekten und Statiker. Das habe ich gemerkt. Der Statiker gleich sagt gleich, nein, das geht nicht. Aber ich habe irgendwann einmal, das werde ich nie vergessen, so um 2 oder 3 Uhr in der Früh ein SMS bekommen von einem Statiker, der meinte, es könnte klappen. Und seitdem wusste ich, das könnte tatsächlich klappen. Eben in den Medien hat das wahrscheinlich hat sich gut gemacht, immer wenn man sagt, ein Haus aus Bronze, da, das versteht man dann, glaube ich, so. Und war immer wieder auf Titelseiten. Aber wie gesagt, waren viele Studien. Zum Beispiel, das ist eine ganz frühere Arbeit, wo ich gesagt habe, ich kenne das Bronze als Material nicht. Ich habe durch einen Freund, hat mir geholfen, Chemiker, wir haben auf Ölbasis eine Reihe von über 100 verschiedene Bronzelegierungen da getestet, auch allein wie das optisch war. Das ist eine riesige Skulptur. Ich wollte nicht, dass sie so golden wird und glänzt wie diese kleinen Skulpturen. Das wäre peinlich. Also so habe ich es empfunden. Und ich wollte wissen, wie schnell das alt wird und wie schnell das Patina kriegt. Und wir haben das immer getestet in meinem Atelier durch diese und haben wir über hunderte solche Tests. Die waren auch nicht unbedingt als Werke zu betrachten, bis dann die Kuratoren angefangen haben, sie, die bei mir im Atelier waren, zu sagen, nein, das zeigen wir oder das wird schon ausgestellt. Noch einmal viele Studien, die ich hier jetzt rausgenommen habe aus der Präsentation, wie so Beispiele von begehbaren Skulpturen haben eine Rolle gespielt. Damit habe ich auch schon Ausstellungen. Fast jeder Phase hat man eine Einzelausstellung gewidmet. Das sind mittlerweile über 100 Ausstellungen da gewesen, Gruppen- und Einzelausstellungen. Aber diese Studien von Denkrech bis Gaudi oder Brancusi oder in dem Fall jetzt Wotruba waren schon wichtig. Und noch einmal bin ich zurück zum Corbusier. Diese Zeichnung bzw. die darauf folgende haben eine wichtige Rolle gespielt. Und zwar, der Corbusier schreibt in einem Text, dass in Bulgarien, auch in dieser Stadt Veliko Trnovo bzw. umliegende Dörfer Banasi, und hatte Häuser entdeckt, die ihn wahnsinnig fasziniert haben, weil sie nur aus Holz ineinander gesteckt waren. Und er schreibt in einem Text, das ich leider nicht habe, der ist in Paris in der Fondation Le Corbusier, wo er sagt, wenn er eines Tages Architekt wird, der war ganz jung damals, wird er auch versuchen, ein Haus so auf diese Steckbauweise zu bauen. Und also das ist aus diesem eben berühmten Text Reise in den Orient von Le Corbusier von 1911, wo er eben, bevor er sein Architekturstudium aufgenommen hat, eben die berühmte Orientreise macht, die eben auf dem Balkan beginnt und wo er dann sehr fasziniert eben von der lokalen Architektur berichtet und eben auch diese Zeichnung in seinem Tagebuch anfertigt, wo es ihm eben genau um diese sehr modulare, aber gleichzeitig eben auch handwerklich hervorragende Architektur geht, sozusagen anonyme Holzarchitektur aus dem Mittelalter. Das war jetzt der Einwurf der Kunsthistorikerin. Ja, aber interessant ist auch, dass er scheinbar sich so sich wohl gehabt hat und irgendwie in dieser Stadt gefunden hat, weil er war zweimal dort, einmal ohne diese Orientreise und hat extrem viel produziert, auch so mehr oder weniger eine Art Atelier dort gehabt. Ich habe natürlich diese ganzen Architektur auch an Teil von meinem Bronzehausprojekt gewidmet. Das sind zum Beispiel Fragmente aus diesen Häusern, die er beschreibt. Ich habe dann aus diesen Fragmenten dann Elemente genommen, die für mich interessant sind, weil da musste man als Künstler natürlich viele Fragen stellen. Wie designt man dieses Haus? Sieht man in Bezug auf was? Das sind Sachen, die jetzt vielleicht nicht mehr interessant sind, aber wenn man das macht, stellt man sich auch die Frage, ist das Design oder nimmt man das von irgendwo konzeptuell und übernimmt man das? Ich habe dann eben von Innenräumen oder von getäfelten Räumen, von Texten, die Corbusier schreibt, einfach von dort mir das einfach übernommen und auch eine Reihe von Skulpturen, die sich auf dieses Architektur beziehen und dann von dort ja auch meine die auch nicht studiert und Zeichnungen gemacht, das ist auch so ein Cover von einem Reiseführer, wo eben diese Skulpturen auch nachproduziert, um zu wissen. Und so langsam kam ich wieder auch eine Ausstellung bei meiner Galerie, bei Manuel Leier, wo ich zum Beispiel die ersten Gussformen für das Bronzehaus auch ausgestellt habe. Extremst aufwendiges Projekt, man muss sich vorstellen,
für ein Gusselement zu produzieren, Bronzelement, braucht man zwei solche riesige Steingussformen, die jedes Mal, wenn ein Guss gemacht wird, zerstört werden, zerhauen werden. Das sind so Sandstein oder so Sand, die dann, damit man diese Bronzeteil rausnimmt. Und so waren wir ungefähr vor 10 Jahren, vor 6, 7 Jahren, 8, so, da waren wir ungefähr, wo man sagte, ja, erste Bronzeteil ist produziert, jetzt muss man noch das Haus fertig machen. Und alle haben sich natürlich, ich habe selber nicht geglaubt, dass das klappt. Ich habe aber, das war mir nicht so wichtig. Irgendwie schon, aber ich dachte, wenn es nicht geht, dann geht nicht, aber ich kann es versuchen. Und interessanterweise, Schritt für Schritt, Ausstellung für Ausstellung, das war zum Beispiel eine Ausstellung im Palazzo della Papese in Siena. Ja, gibt es das noch? Palazzo della Papese? Es ist noch. Ja, in Siena, ja. Dann irgendwo noch eine Ausstellung, wo man immer mehrere Teile zusammen hat. Das erinnert jetzt mich an diese Corbusier-Zeichnung, die damals eine Rolle gespielt hat, diese einzelnen Elemente, die ineinander kommen. Man hat noch kein Haus gesehen, aber ich habe es für mich gewusst, habe, früher oder später, wenn ich nicht aufgebe, ist das schon wie so weit. Das ist zum Beispiel diese riesige Installation, das ist der Boden gewesen, von auch komplett massiv aus Bronze, jeder einzelne von dieser Plattform ist auch schon 1,20 Meter mal 1,20 Meter. Das war ungefähr, das sind dann so an die 40, 50 Quadratmeter Bronzeplan. Natürlich immer wieder diese Medienpräsenz, das war immer faszinierend. Ich habe heute die Geschichte erzählt, ich wurde einmal von einer Direktorin von einem Museum angerufen, die meinte, ich um 10 Uhr in der Früh, ich stehe im Büro und ich tanze am Tisch. Das war die Florence Dürer, meinte, wieso Florence? Und sie meinte, ja, stell dir vor, seit 5 Jahren bin ich Direktorin und ich versuche diese blöde lokale Zeitschrift, wo dieses Fernsehprogramm drin ist und gratis zu verteilen ist, ich versuche, dass sie einmal über uns was schreiben, damit die Leute einmal ins Museum kommen. Nein, 5 Jahre nicht. Und heute gehe ich mir Zigaretten kaufen und deine Ausstellung ist auf dem Titelblatt. Und das natürlich feiern wir entsprechend. Also das ist immer wieder, hat mich selber überrascht, dass es medial funktioniert. Also das hat man strategisch, kann man sich das nicht so planen. Dann kann man dann die größeren Ausstellungen mit mehr Budgets und mehr Sammler und so langsam auch Mumok, meine Einzelausstellung vor einigen Jahren, wo man dann schon diese Räume gesehen hat. Das Bronzehaus hier war schon an die 40, 50 Quadratmeter, mehr. Schon 50, 60 Quadratmeter Raum mit einer 4 Meter Raumhöhe, wo man wusste, Das wird schon. Früher oder später, wenn er wirklich nicht anders überlegt und so weiter, dann wird. Das Schwierige dabei war, ich könnte auch nicht wirklich was verkaufen von dieser Skulptur. Das heißt, die musste ich immer lagern dazwischen oder so. Oder beziehungsweise die Galerien haben ihm auch gesagt, das ist ja dein Projekt. Das ist ja nicht zum Verkaufen, also da musste man auch in diese Dimensionen denken. Das sind hunderte Quadratmeter Lagerkosten, die man dann auch damit verbunden ist. Das ist eine interessante Aufnahme, weil das ist im Inneren von der Skulptur ist. Also man hat schon auch gesehen, dass das auch funktioniert. Man kann es ja auch verwenden. Eine Ausstellung, eine Privatsammlung, dieser Teil wurde schon damals sogar angekauft, große Hilfe für mich, weil damit man auch Großteile weiter einen Schritt nach vorne machen könnte in Deutschland. Und damals haben die Besitzer dieser Skulptur, den Teil vom Bronzehaus, damals der Argument war, wir wollten immer schon so einen repräsentativen Raum haben, wo wir unsere Gäste dann zum Essen einladen. Und tatsächlich hat es funktioniert. Es steht immer noch da und die Leute, die machen immer so, wenn sie Gäste haben, entweder Mittag oder Abendessen im Raum. Hier sind einfach Beispiele von Ausstellungen, ich glaube Shanghai Biennale hat auch die Skulptur unterstützt, da sind ein paar Fotos von Aufbauen, immer wieder, oder war das, egal, auch mit dem Boden bezogen, Hafen City in Hamburg, eine ganz wichtige Ausstellung für mich, weil der Stadt Hamburg hat diese Räume damals, also die Bronzehaus, also hatte an verschiedene irgendwie eine
Öffentlichkeit eingeladen, diesen Raum zu benutzen, statt über ein Jahr vor dem jetzigen Opera von Herzog de Meuron. Damals der Hafen City war noch Baustelle, die Opera war auch noch die berühmte Baustelle. Aber das war gut, weil ich habe es gesehen, zum Beispiel der Stadt Hamburg hat die Schulen eingeladen oder bestimmte Schulen oder alle öffentlichen Schulen, diesen Raum so als eine Art Klassenzimmer zu benutzen. Einmal die Woche war es erlaubt und ziemlich schnell war komplett ausgebucht. So, also es war immer so, Lehrer haben sich überlegen können und die könnten Unterricht da machen. Es gibt sogar ein Buch da von dem Hamburger Kunstverein von Klassen, die da gemietet haben. Auch Hamburg von der anderen Seite vom Wasser fotografiert. Es war sehr beliebt. Und da habe ich gesehen, okay, das könnte funktionieren. Noch einmal, seine Privatsammlung, jemand, der alle Titelblätter so immer wieder sammelt, wenn es was über das Projekt erscheint. Mittlerweile gibt es extrem viel, aber jetzt kommen wir langsam zum Sofia und zum Bulgarien, die Endrealisierung. Vielleicht habe ich da auch Glück gehabt, vielleicht nicht. Ich glaube, Glück war, so wie Vanessa gesagt hat, dass Bulgarien dieses Jahr die EU-Ratsvorsitz gehabt hat. Und da haben, obwohl ich viele Versuche, viel oft mit Politikern geredet habe, haben alle gesagt immer, Kunst, das interessiert niemand. Aber dann plötzlich, als dieser Ratsvorsitz kam, war wahrscheinlich so mit dem Hinterkopf, da war was, irgendwas, was so intellektueller war ein bisschen oder was wir zeigen können. Und war plötzlich die Interesse da, aber nicht so ohne, wie man glaubt. Da haben die Projekte begonnen und wir mussten die Öffentlichkeit überzeugen, also ich auch vor allem, wo ich mir das leichter vorgestellt habe, wenn ich sage immer, das ist von in Mumok, in Hamburger Bahnhof, im Museum Moderner Kunst in Bologna, Shanghai Biennale, Berlin Biennale, schon überall zu sehen war das Bronzehaus, dachte ich, das ist ein leichtes Spiel. Und die Leute meinten, das interessiert uns nicht, wieso sollte das jetzt am Hauptplatz von Sofia kommen? Also mussten Modelle her, mussten eine Reihe von öffentlichen Präsentationen. Das ist das erste Modell. Hierbei eine wichtige Aufnahme für mich, eine der letzten Ausstellungen vor der Präsentation in Sofia, wo man das Bronzehaus oder Teile vom Bronzehaus im Hintergrund sieht und am Vordergrund steht schon ein konkreter Vorschlag, wo das Haus realisiert wird, eben nämlich am Battenbergsplatz. Das ist der zentrale Hauptplatz in Sofia, so vergleichbar hier wie der Stephansplatz, Stephansdom, also irgendwie da. Zentraler geht es nicht. Und da kommt mir, ja, das war wieder so ein das ist ein Element aus der Präsentation für die Politiker in Bulgarien, wo ich ganz zufälligerweise, ehrlich, als das Bronzehaus nach oben gewachsen ist, damit repräsentativ in Bulgarien wirkt und damit dass die Leute sich dann schon irgendwie besser verstehen, sind wir draufgekommen, dass es total ähnlich aussieht wie dieser Turm, mittelalterliche Turm in Rillakloster. Und ich habe dann immer dann gesagt, ja, dass ich mich eigentlich auf dieses Rillertum beziehe. Und so haben alle Politiker gesagt, nein, das wollen wir dann unbedingt. Das war dann so der Knick, wo dann jeder gesagt hat, wenn sich das schon so auf diesen Goldschatz von Bulgarien aussieht und wenn schon das Bronze, wenn man es schleifen würde, so Gold wird, wie diese Goldschätze, die in Bulgarien gibt, dann machen wir es. Und zum Glück gibt es in Sofia bei der österreichischen Botschaft eine wahnsinnig coole Persönlichkeit, Thomas Stölzl, der sich im Kopf gesetzt hat, dass das unbedingt in Bulgarien realisiert wird und hat keine Ruhe gegeben. Aber der Durchmacher war ein offizieller Partner für mich auch in Bulgarien vor Ort da, weil plötzlich, immer wenn er mit den Politikern geredet hat, war nicht der Künstler und die bulgarischen Politiker, sondern war auch der Stadt Österreich auch irgendwie involviert. Und das war die erste Präsentation, dass man bei der Botschaft, bei der österreichischen Residenz in Sofia gemacht haben. Und das erste Foto, ja, wo ich wahnsinnig stolz war, natürlich mit Broschüren, die Alex gestaltet hat für das Projekt und natürlich mit meiner Förderer, was ganz gut, Bernhard Heinz, muss ich auch an dieser Stelle erwähnen, auch das war die allererste Präsentation in Bulgarien, immer noch nicht in ein Territorium von Bulgarien, sondern in der Botschaft, wo wir versucht haben, Politiker einzuladen und das noch einmal klar zu machen, dass das eventuell funktionieren kann.
ich habe viele Aspekte wieder natürlich nicht erwähnt oder vergessen, dass man, wie gesagt, irgendwann vor Jahren schon ich gemerkt habe, ich kann das Ganze nicht mehr betreuen. Und zum Glück gab es meine Sammler, viele Sammler von mir, die sich dann, die bereit waren, die kann ich denen nie oft genug danken. Da wurde sogar eine Stiftung in Bulgarien gegründet für das Projekt. Wie gesagt, eben, das ist schwer, wenn man das Ganze nicht verkaufen kann und Stück für Stück sammelt, ewig sich zieht, die mich dann wahnsinnig unterstützt haben. Die Stiftung hat viele bürokratische Arbeit übernommen. Das hat eben der Vorstand der Stiftung Bernhard Heinz. Und das war wiederum eine Struktur, die ich am Anfang nicht verstanden habe, aber die war sehr wichtig, weil plötzlich war ich nicht der Künstler, der das Projekt macht, sondern es war plötzlich war eine Foundation da, die eigentlich auf Augenhöhe von der Struktur her selbst mit Banken verhandeln könnte oder mit anderen Sponsoren. Und das war auch so eine ganz große Hilfe. Die Stiftung gibt es auch seit über 8 Jahren, die da viel getragen haben. Dann musste ich eben in Bulgarien, nicht nur bei der Botschaft, das war plötzlich in den Medien, haben die Politiker gesagt, wenn schon, dann schauen wir, wie das Volk reagiert. Und ich musste über 10 öffentliche Präsentationen machen. Nationalgalerie, Nationalbibliothek, Union der Architekten, Union der Künstler, Kunstakademie, Universität von Sofia, Neue Bulgarische Universität, Gemeinde und so weiter. Und das waren öffentliche Hearings, wo ich teilweise mir gedacht habe, was suchst du hier? Die Leute haben mich immer angebrüllt teilweise, haben den Saal verlassen. Die meint, also so absolut von Niveau her, dass dadurch, dass es öffentlich war und die Gemeinde hat gesagt, ja, das war auch noch lustig, die Gemeinde meinte, um ein öffentliches Projekt zu realisieren, müssen diese öffentlichen Hearings stattfinden. Also, unsere Strategie ist die, du machst die Hearings, wir machen kein Rundherum, da erfährt mehr oder weniger niemand, wenn jemand schreibt, soll er bitte auf Seite 8 schreiben, das liest niemand und dann irgendwann sind die Hearings gemacht. Dann, wenn es keine Einwände gibt, wird das Projekt genehmigt. Und die meint müssen diese Fristen da geben, was die Leute dagegen sind. Ja, aber erste Präsentation, Union der Architekten, alle dagegen. Alle, absolut, absolut. Ich dachte, die schlagen mich zusammen, obwohl Botschafter und Politiker da waren, absolut dagegen. Zweite Präsentation, Kunstakademie, alle dagegen. Weil irgendwie, aber sie. Eben, das wird plötzlich so bekannt, die Medien waren sofort voll und alle haben gesagt, die wollten einen Wolkenkratzer da bauen und das wird von Ausland diktiert und die Österreicher wollen das und wir müssen uns wehren und wenn plötzlich jetzt so alles öffentlich ist, jeder wird seine Meinung sagen. Und plötzlich waren über 1 Million Eintragungen im Internet und alles, wo die Leute gemeint haben, nie wird das stattfinden. Und da haben die Politiker gesagt, also, es muss jetzt doch anders. Du kannst schon in die Öffentlichkeit gehen. Ich wollte es nicht, aber ich musste. Ich bin dann jeden Tag dann über Monate in Sofia geblieben, bin täglich, es gab kein anderes Thema. Wenn man schon den Hauptplatz verbaut und wenn 1 Million Leute dagegen sind, das ist ziemlich schnell beliebtes Thema und das war Thema Nummer 1 für Monate bei den Nachrichten, in allen Medien. Aber das ging so ohne Ende. Ich war jeden Morgen um 8 Uhr war ich schon bei den Nachrichten, zum Mittag auch und am Abend im Studio. Und musste ich immer kämpfen. Aber das war auch nicht schlecht. Ich habe viel für mich gelernt. Eben musste ich aufpassen jetzt heute, weil ich habe gesehen, das war eine andere Präsentation. Ich musste ganz anders argumentieren als heute oder anders erzählen. Aber aber plötzlich, eben auf diese Fotos, war auf alle Titelseite bei der Zeitung und meinten, die wollen einen Wolkenkratzer bauen. Das war wurscht, dass das eine Perspektive so war. Aber und wenn dann steht, die wollen einen Wolkenkratzer am Hauptplatz bauen, dann ist es aus. Und die Bevölkerung wird nicht erwartet. Das ist, jetzt komme ich noch einmal konkret zum Sofia. Das ist der Hauptplatz Bulgariens. Der hier gelb ist der nicht nur Sofia, aber auch Bulgarien, ist das Staatsschloss. Parlament, Nationalbank, auf der anderen Seite Nationaltheater, Verteidigungsministerium, auf der anderen Seite vom Park wiederum steht Nationalgalerie, Staatsgalerie und Kommunikationsministerium, oder früher hieß das Postministerium, jetzt ist Kommunikationsministerium. Und an dieser Stelle,
da an diesem Platz, was so abgefuckt aussieht, stand auch jahrelang das Mausoleum der kommunistischen Führer. Dieses Platz war, ist so in der Gedächtnis von jedem Bulgare, dass es 1990 wurde es abgerissen, das Mausoleum. Der war so mumifiziert, so wie Lenin in Moskau, im Kreml, und man könnte sich anschauen. Die politische Partei hat alle Gäste, Staatsgäste dort empfangen. Alle Aufmärsche wie, weiß ich das, was war das, 9. Mai oder so, oder September. Also jeder Anlass war, um Volksfeste dort zu feiern. Und nach der Wende hat man 1990 es abgerissen und es gab 4 öffentliche Wettbewerbe. Und niemand, keine Regierung hat sich getraut, diesen Platz neu zu gestalten. Es ist immer gescheitert an Widerstand der Bevölkerung. Da ist der Platz, steht seit 30 Jahren leer, interessiert niemand. Aber was Neues zu machen, ging es nicht. Ein paar Bilder, die sind jetzt aus dem Internet, von der Qualität bitte um Entschuldigung. Dieser Platz, das ist man auch das Gebäude hinten, dieser Platz war immer Propaganda pur, zumindest die letzten 50 Jahren. Da sieht man, dass der kommunistische Führer 47 gestorben ist, war sogar der Stalin da bei dem Begräbnis, also so an diesem Ort. Das ist der Chruschtschow, der dort immer, alle wurden dort empfangen und immer das Volk hat geübelt. Also ich bin auch so aufgewachsen, das war so. Fidel Castro war da, es gibt niemanden von Honecker, Ceausescu, Brezhnev, Gorbatschow, alles da, dieser Platz war immer der Platz, wo sich alle, bis hin zu, das ist die Angela Davis, die berühmteste amerikanische Aktivistin, also für eben so die ist kommunistisch oder links orientiert. Valentina Tereshkova, Yuri Gagarin, ich kann sie alle aufessen, chinesische Führer, koreanische Führer, alle waren da. So hat es ausgesehen, mindestens ein paar Mal im Jahr. Und jetzt steht 30 Jahre, und jetzt sollen wir kommen. Also das ist, war mein Vorschlag, dass das Bronzehaus dort gebaut wird. Also nicht nur von mir, gab es natürlich auch meine Stiftung, die das auch initiiert hat, oder die österreichische Botschaft, einige Politiker dafür. Ich musste sogar vom Parlament öffentliche Hearings machen, vor der Gemeinderat. Im Gemeinderat war es sensationell, im Parlament war auch sensationell. Es hieß es ganz schnell zur Sache, es wurde nie in der Geschichte Bulgariens im Parlament über Kunst diskutiert. Ich war nervös, weil ich wusste, alle Parteien sind dagegen, weil die regiert, ja, aber die anderen. Ich bin gekommen, kam ich in den Parlament, komplett voller Saal. Alle bulgarischen Stationen, Radio und Fernsehen waren live dabei und ich musste so in 30 Minuten alle überzeugen, alle ganz grimmig. Und ich habe begonnen, ohne zu atmen, in 30 Minuten war ich fertig, wie bestellt, absolute Ruhe. Und dann sehe ich schon die Oppositionsparteien, alle Hände hoch langsam, habe mir gedacht, okay, jetzt kommt, musst du durch. Und da steht einer von der Opposition und sagt, ich muss jetzt sagen, lieber Kollegen, ich bin seit 15 Jahren im Parlament, das ist das erste Mal, dass wir seit einer Stunde nebeneinander sitzen und wir haben uns noch nicht gestritten. Und ich musste jetzt kurz nachdenken, ist das gut oder schlecht, aber es war nicht schlecht. Aber ich habe gedacht, der macht mich jetzt nieder. Zweite meinte, ja, ich bin auch dagegen, unsere Partei ist ganz sicher dagegen, aber ich muss sagen, ich bin jetzt ein großer Fan geworden. Und da wusste ich, okay, das ist der Punkt, wenn schon im Parlament und die Parteien, die wo alle gedacht haben, ignoriere es, die werden dich jetzt so zerlegen da, aber einfach Augen zu und wir schaffen es irgendwie. Und niemand war dagegen, niemand im Parlament, das war hochinteressant. Aber eine andere Präsentation war das schon mehr. Das sind dann die ersten Renderings und ja, ein Foto, wo ich ganz stolz bin, das ist schon die Baustelle in Sofia, das Fundament, was zu sehen ist. Was jetzt auch, auch wenn es so lustig klingt, aber gibt es auch mit viel Verantwortung verbunden ist. Wir haben ja gesehen, dass dieser Platz schon eine wichtige Rolle spielt. Ich habe es jetzt nach über 10 Jahren Arbeit geschafft, das Ding auch zu produzieren. Dank, wie gesagt, Sponsoren, Sammler, Institutionen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, eben, es war auch schwierig, auch alle Direktoren, alle Kuratoren, die mit mir das Projekt begonnen haben, sie haben die Institutionen gewechselt. Und so gesehen war auch naheliegend, dass man das auch mit Nikolaus Schaffhausen das bespricht, jemand, der auch schon seit Jahren immer wieder mit mir arbeitet. Und die Idee war, dass man auch noch einmal zurück zu dieser Filialengeschichte kommt, dass man, wenn das Bronzehaus gebaut ist, auch, dass man es für ein Jahr mindestens jetzt auch als Filiale vielleicht von der Kunsthalle wird und wir es auch bespielen. Weil die Verantwortung ist jetzt da. Es ist nicht so, dass man es schafft, diese Skulptur da zu machen. Es ist auch, man hat gesehen, von Diktatoren bis Erfinder,
bis alle waren da. Jetzt werden sie auch kommen, jetzt hat Bulgarien EU-Vorsitz, von Merkel bis Rajoy und Macron, alle werden im Mai vor dem Bronzehaus, wenn es gebaut wird, auch stehen und sich fotografieren. Aber es geht nicht nur darum, sondern man hat jetzt auch jetzt die Verantwortung, das Ding ist da, es wird auch bespielt, wir können auch die Inhalte liefern, wie dieser Platz ab jetzt gestaltet wird. Früher war es für Propaganda, jetzt finde ich nicht uninteressant, dass es auch für Kunstpropaganda mal anders verwendet wird. Und das sind auch dann jetzt die Kuratoren, die jetzt mit mir das Projekt mitmachen, auch dabei. Also wie gesagt, das ist jetzt in etwa, aber wie gesagt, es gab viele Aspekte, die wird man wahrscheinlich in unserer Zusammenarbeit dann über ein Jahr, wir wollen auch dann nächstes Jahr auch ein Buch gemeinsam mit der Kunsthalle machen. Lustig ist auch, dass ich jetzt plötzlich, das sehe ich jetzt erst jetzt, und das hat sich jetzt auch mit der Kunsthalle gezeigt, dass ich nicht nur als Bildhauer dastehe, aber dass ich plötzlich eine eigene Institution dann habe in Sofia, die ich dann als Künstler ungewöhnlicherweise, kann man dann ja auch anders nicht jetzt eingeladen werden von den Kuratoren, sondern kann man auch sagen, ich kann jetzt auch jemand einladen, das Haus zu bespielen. Ist auch was Positives, für mich halt ein Aspekt. Also ich finde unheimlich spannend, das hat man, glaube ich, in der Präsentation jetzt auch gemerkt, dass das fast wie so ein Lehrbuchbeispiel dafür ist, wie eben Kunst im öffentlichen Raum zustande kommt, dass es sozusagen nie etwas ist, was problemlos durchgewunken wird, sondern es hat eigentlich immer mit sehr intensiven Debatten zu tun, weil es auch darum geht, eben die Öffentlichkeit, die ja zunächst erstmal sehr diffus ist, von dem Vorhaben zu überzeugen, weil man ja in gewisser Weise eben auch in den Raum für alle interveniert und quasi sein Werk eben als einen privilegierten Beitrag positionieren möchte. Das ist dort natürlich in einer Umgebung, wo es nicht so viel Kunst im öffentlichen Raum gibt, nochmal was ganz anderes, wo man auch auf einer sehr basisnahen Art und Weise über die Funktion und auch den Stellenwert von zeitgenössischer Kunst debattieren muss. Was ich aber auch gut finde als Herausforderung, weil man dann auch, da spreche ich jetzt eben sozusagen aus der Perspektive der Kunsthalle Wien, auch nochmal selber darüber nachdenken muss, was bedeutet das eigentlich? Ich fand gut das Bild von der Hafen City, wo man zum ersten Mal gesehen hat, was passiert, wenn so ein Projekt den geschützten institutionellen Raum verlässt und plötzlich da ist, weil dann ist automatisch ein anderes Publikum da und dann gibt es auch natürlich andere Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen, was man damit macht. Und insofern sehen wir das auch so ein bisschen als ein Experiment mit offenem Ausgang. Also es ist ja im Moment überhaupt nicht abzusehen, wie das Bronzehaus angenommen wird, was dort passiert. Das kann ein absoluter Selbstläufer sein, dass von Anfang an das sofort als Ort für, weiß ich nicht, Familienfeiern, Picknicks, Chorproben, Yogastunden, wie auch immer genutzt wird. Oder dass alle Leute mit respektvollem Abstand sich nur auf die Kante quasi des Plateaus setzen, auf dem dieses Ding steht, dass man sie quasi sozusagen motivieren muss, etwas damit zu machen. Aber so wie ich dich verstehe, ist es auch eben eher sozusagen ein Angebot im Sinne von erobert euch diesen zentralen Platz zurück, definiert ihn und sozusagen wenn man jetzt ganz pathetisch in Bezug auf die EU-Ratspräsidentschaft argumentiert, das ist ja auch ein sehr demokratisches Projekt insofern, als eben dieser Platz, der bisher immer der offiziellen politischen Repräsentation gedient hat, plötzlich sozusagen ein Angebot bietet, was erstmal relativ undefiniert daherkommt und eben auch jede Menge Möglichkeiten impliziert. Nochmal zurück zum Hamburg. Also ich habe jetzt Beispiele mit den Schulen gegeben, aber es gab andere Aktivitäten, gab es Konzerte, die dort stattgefunden haben. Also ich weiß von der Hafen City, die das Projekt initiiert hat, statt ein Jahr dort, dass es sehr beliebt war am Abend von den jungen Leuten, dass sie immer in der Früh extra eine Abteilung von dieser Magistrat so und so extra nur das Bronzehaus dann gereinigt haben, weil tausende Flaschen waren oder hunderte Flaschen waren, so beim guten Wetter, dass das so ein beliebter Platz war am Hafen, da zum Singen und sich entspannen am Abend. Also viele Leute haben es auch so genützt. Dann kamen diese Schulen.
Sofia, finde ich gut, dass ich jetzt wieder an so einem Platz, was die Regierungen oder diese neuen Turbokapitalismus, was überall ist, der hinterlässt so die Spuren. Man sieht es hier. Anders ist nicht eingefallen, als die Regierung als Parkplatz draus zu machen, weil es 1 € pro Stunde irgendwie Einnahmen gibt. So wird gedacht. Und so gesehen war es so ein guter Kampf. Ich habe es auch am Schluss auch nicht gesagt. Das Ganze ist eben von der Demokratie, ist eine Volksbefragung, gab es eine öffentliche, wo sie ähnlich für mich glaube ich, ausgegangen ist, aber genug, die jungen Leute waren kategorisch dafür und deswegen hat die Politik auch entschieden, mit Argument, auch wenn waren über 1,6 Millionen dagegen und glaube ich, 1,4 dafür am Ende bei der Befragung oder so, aber das war genug, um zu sagen, wir schauen in die Zukunft und wir realisieren das Projekt. Irgendwann braucht man Anlässe, vielleicht war es Zufall, die meisten Fragen waren immer, aber wieso er, nicht ein anderer Künstler, gab es auch die Positionen, wieso muss ein ausländischer Künstler sein, weil für die dort bin ich auch ein ausländischer Künstler, wenn ich schon in Wien lebe, alles so möglich, viele Diskussionen ich freue mich jetzt, dass das Projekt begonnen hat und werden wir sehen. Also was ich auch spannend finde und was für mich auch sicherlich ein Argument gewesen wäre, mich für dieses Projekt zu entscheiden, ist, dass es eben ja auch aus so einer ganz anderen Struktur heraus entwachsen ist. Also normalerweise würde es einen Wettbewerb geben und dann bewerben sich Leute und dann ist es sozusagen ein staatlicher Auftrag und dann werden eben quasi Fördergelder gesucht und gefunden oder große Sponsoren. Und du hast das ja eigentlich von fast schon so der ersten Idee an immer aus so einer etwas anderen unternehmerischen Perspektive geplant. Also dass es sozusagen bestimmte Mechanismen gibt, die dann eben auch dazu führen, dass es sozusagen eben Geld gibt, um den nächsten Schritt zu realisieren, dass es von Anfang auch darum geht, eben ein bestimmtes Narrativ zu schaffen, was vielleicht auch eine gewisse eben Überzeugungskraft entwickelt, dass sozusagen dieses auch Zusammenarbeiten mit Institutionen auf einem anderen Level dort mit reingespielt hat, im Prinzip völlig anders auch als Institutionen arbeiten. Insofern fanden wir das auch eine sehr charmante Idee, dass eben die Kunsthalle Wien so ganz zum Schluss noch dazu kommt und jetzt sozusagen das Projekt wie so ein Satellit eben in das eigene Programm integriert. Das war schon so anders als hier, dass man es fast nicht mehr erklären kann. Aber wieder Vorteil, also manchmal, wenn ich mir das Bild so anschaue, denke ich mir, vielleicht so doch zu monumental oder so. Aber dann jetzt aber das war wichtig. Nein, aber das war wichtig, weil sonst hätten sie es auch nicht realisiert. Also das sind so, eben so, ein anderer Kampf war dort. Also je größer, desto locker oder mehr Bronze, desto okay, leichter zu verstehen. Waren viele eben so Aspekte, war von Anfang an einiges nicht klar für mich, auch dass das hier endet, aber der Art, aber doch eine bestimmte wahrscheinlich Sturheit, die das von meiner Seite, die das dazu beigetragen hat, auch, dass man das doch so weit bringt und dann an eine Dimension glaubt, die eben das mit der öffentlichen Wettbewerb, es gab vier Wettbewerbe, ich habe mich nie beworben, weil ich wusste, und die sind alle gescheitert, weil die wollten dann im Endeffekt außer einer Wasserbrunne oder irgendeine Parkplätze unten unter, ist nichts rausgekommen. Und bei mir war es lustig, die Politiker irgendwann wollten es, die gibt es auch neue Generationen von Politikern, wenn man da in Bulgarien steht, die sind ja so wie hier, ich war auch irritiert, ich bin, wenn ich so wie Politiker in Bulgarien rede, bin ich immer der Älteste, weil die sind alle schon mittlerweile Mitte 30 oder so. Manche wollten das von Anfang an und die haben die Struktur, die wussten, wie man das macht. Und da haben sie mir immer gesagt, wie ich das machen muss. Zum Beispiel haben sie gesagt, weißt du was, wir sagen, das ist für ein Jahr. Ich habe gesagt,
ja, eigentlich, ich meine, absurd, so viel Arbeit und so alles. Und dann eine, die meinten, ja, weil sonst braucht man ein öffentliches Wettbewerb und da führt zu nichts. Oder so, wie du siehst. Und das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, aber gibt es so diese Sachen. Und da sagen die Architekten, naja, aber für so eine Skulptur braucht man Fundament. Und wenn du Fundament brauchst, brauchst du eine Baugenehmigung. Für Baugenehmigung ist das dann Bau, und da kommt es wieder zum Wettbewerb. Also Baugenehmigung ist mit dem Wettbewerb verbunden. Und dann haben die immer so die ganze Struktur so gedreht, dass das temporär ist. Und im Hintergrund haben sie sich jetzt schon, bereiten sie das vor, wie sie dann sagen, wie gut das ist, dass die Aktionen und die Unterschriftaktionen, dass das dann länger bleibt. Also so oder weniger. Gibt's da, habe ich auch nicht gewusst, wie das läuft. Aber mittlerweile überrascht mich nichts. Und jetzt ist das Neueste, steht schon in der Zeitung. Die Regierung hat jetzt neue EU-Gelder genehmigt, dass das ganze Areal unter der Bronzehaus als neues Museum für Gegenwartskunst wird. Also so gesehen könnte schon auch bleiben oder wird mich doch abreißen, weil ich dann zu schwer bin oben. Mit 100.000 Tonnen, 100.000 Kilogramm Bronze, das sind 100 Tonnen. Wie viel das ist? 100.000 Kilogramm Bronze? 100 Tonnen, ja? Ja? 100 Tonnen Massivbronze. Wenn man das alles gegossen hat, ja, die Produktion war auch in Berlin. Eben dieser Aspekt, das hat die jungen Leute extrem gut gefallen, dass dieses Haus ist produziert von Institutionen in Westeuropa, in Amerika, in China sogar, in Shanghai, sogar in MoMA war ein Stück ausgestellt, Museen, Galerien, dass das plötzlich so eine Skulptur, die schon etabliert war. Und die haben immer gesagt, die Politiker, wenn wir einen Wettbewerb machen, da kommt nichts Besseres, kann nichts Besseres kommen. Also so, wozu sollen wir das machen? Also so, und das Gefahr besteht auch, wenn du einen öffentlichen Wettbewerb machst, dann wollen alle Statuen von Könige oder so wie in Mazedonien und irgendein Gründer von Bulgarien und da hast du keine Chance dagegen. Also das ist schon sehr, und da haben alle Beispiele gesagt von die Politiker, wir nehmen uns Beispiele von Mitterrand. Damals waren früher, alle wollten dieses Glaspyramiden nicht, er hat sie alleine undemokratisch durchgesetzt oder so. Da haben so alle Tricks angewendet, um dieses doch Volksbefragung am Schluss doch ohne Wettbewerb, dass ich dann an Zug komme. Also ja, aber wie gesagt, es ist eine politische Entscheidung. Sowas alleine kann man nicht machen. Also ich habe gesehen, wie intrigant auch und die ganze Geschichten, die ich habe das mitbekommen, weil ich ein Jahr nur vor Ort dort war. Die Parteien haben immer gesagt, die haben immer zu mir als gute Nachricht, zum Beispiel vor dem Parlament hieß es immer, und die Partei wird für uns sein. Das ist ganz neu, weil wir werden bei dieser Frage nachgeben müssen. Dafür sind sie fürs Bronzehaus oder so. Das waren so politische Geschäfte, die man dann mitbekommen hat. Aber nicht so wichtig, aber trotzdem im Endeffekt spielt eine Rolle, das Ganze. Ja, extrem viele Leute beteiligt. An allen kann ich danken und immer danken. Jeder Schritt war wichtig, jede Institution, jede Ausstellung, jede Grafik, jede Einladung, auch jetzt ist ganz wichtig. Ich glaube, das wird in Bulgarien auch jetzt ganz entscheidend sein, dass wir das mit dem Kunsthalle auch machen, damit sie, das ist noch nie passiert, dass, glaube ich, jemand sich von außen dann doch für den Hauptplatz interessiert hat. Und so gesehen sind sie, glaube ich... Das ist insofern, muss man auch sagen, fast schon eine strategische Veranstaltung, die wir heute Abend abhalten. Das ist sozusagen der offizielle Auftakt eben des Projektes. Deshalb ist die Laufzeit eben jetzt auch wirklich der 28. März bis 31.12. Damit haben wir das wie so eine Ausstellung für uns reklamiert, um natürlich auch so ein bisschen off the record die politischen Ambitionen auszubremsen, dass eben quasi die feierliche Eröffnung, wie auch immer das Bronzehaus dann zusammengelegt wird mit eben zum Beispiel dem Treffen der ganzen Regierungsvorsitzenden oder dass eben so und so viele Staatsoberhäupter dann anwesend sein müssen, dass es quasi jetzt auch darum geht, es nochmal eben verstärker als Kunstprojekt zu positionieren und eben auch damit verbundene Fragestellungen wieder stärker in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich würde sagen, wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie die Gelegenheit. Wir haben eine neue Beleuchtung hier im Raum. Es ist extrem dunkel, also insofern müssten Sie sich sehr sozusagen klar melden oder vielleicht sogar aufstehen. Ah, ja, da.
Ja, ich habe die Frage, am Anfang ging es ja viel darum, das eigentlich so in der Peripherie stattfinden zu lassen, also so nach draußen gehen, weg vom Zentrum. Und ich habe noch nicht so ganz verstanden, wann du die Entscheidung getroffen hast, doch, also so ins Zentrum doch zurückzugehen. Ja, Zentrum ist es auch anders gemeint. Es gibt, wie gesagt, weder ein Museum für zeitgenössische Kunst noch irgendeine Struktur in Sofia ja auch. So gesehen, so wie jetzt hier, dass man sich vorstellt, so wie eine Hauptstadt wie Berlin oder wie Wien oder Paris funktioniert, ist Sofia nicht. Also da gibt es nichts, es gibt null Struktur. Wenn du als Künstler dort ein Projekt realisierst, gibt es keine Förderungen, absolut nichts, keine Stipendien, gibt das, existiert nicht. So gesehen ist das, ursprünglich war es gedacht schon am Land, aber dann waren auch so, war dann die Überlegung doch viel mehr, es gibt auch noch Parallelprojekte, also zum Beispiel, die ich jetzt hier nicht angesprochen habe, aber am Land läuft das genauso, weitere, es gibt nicht nur das Bronzehaus, es gibt noch ein Bronzetheater und so weiter, die dann doch weiter, das ist dann mehr oder weniger, ist es wie ein Eingang gewesen und es gibt noch drei Projekte, die momentan von mir dann weiterlaufen, auch eine Stiftung, so eine Reihe von historischen Gebäuden, die wir dann im Rahmen von Projekten von mir auch restauriert werden und dann Museen eröffnet hat am Land, also das ist nicht aufgegeben, aber wir dachten hier so ein Eingang, weil wenn jemand in Bulgarien kommt, dass man da wieder ein Eingang reinkommt und trotzdem dabei auch eine Struktur, das ist jetzt die erste, wahrscheinlich wird das die erste Institution für Zeitgenössische, ist es die erste Institution für zeitgenössische Kunst in Sofia, eine Skulptur und so gesehen ist das auch eine Peripherie, also wenn man dann das sieht dort, ist das schon anders zu definieren, wie gesagt, hier hätte mich das eigentlich nicht interessiert, so dass in Wien von Anfang an, auch in Berlin, irgendwann mal habe ich auch eine Einladung, dass ich das in Berlin, die Skulptur über die Biennale, dass man da nicht Tegel, Tempelhof, das sollte dann Skulpturenpark, also von Anfang an, und da war gleich die Anfrage da. Dieses Bronzehaus war mehrere Mal in Deutschland ausgestellt, mehrmals in Italien, immer verschiedene Phasen, in Spanien, in Frankreich, und das waren immer wieder die Anfragen, dass man es dort realisiert, immer wieder. Auch in China war Überlegung, war Anfrage, ob man das nicht in Shanghai, das dort lässt und so. Und so, ich habe immer gesagt, eigentlich da ist alles so. Da gibt es ja auch Museen, da gibt es Kulturen, auch wenn ich hier das realisiert hätte, auch viele Sponsoren, auch angeboten Grundstücke oder so, da wollte ich, das hätte nichts gebracht, da gibt es so viele Institutionen, so viele Museen, noch eine Attraktion, ja, okay, aber dort hat eine ganz andere Bedeutung, dort ist das eben die erste, obwohl es eine Skulptur ist, es ist die erste Institution, die einigermaßen gut funktionieren wird, hoffe ich, auch funktioniert, nicht nur zum Anschauen, sondern auch durch Programme, durch Aktivitäten eben, die dann ganz die Stadt verändert wird. Und diese Veränderung hätte ich hier, glaube ich, nie geschafft. Und das hat von Anfang an die Überlegung, an die Peripherie zu geben. Auch in Berlin hätte es nicht funktioniert. Vielleicht, ja, lustig, wenn man zentral ist, aber da war es mir, finde ich schon, dass das doch, auch wenn es gemein ist, aber es ist so, es ist doch irgendwie, was Kunst angeht, ist eine absolute Peripherie. Sofia und die anderen Projekte, die laufen noch, das ist der Beginn. Das Bronzehaus ist das erste. Es gibt noch, wie gesagt, drei Projekte, die ziemlich weit sind und die auch demnächst, hoffe ich zumindest, in 2 bis 3 Jahren ist der nächste eröffnet wird. Ich glaube, ich muss die Frage noch einmal stellen, weil mich hat es auch interessiert, weil ich finde diesen Platz perfekt, wenn Sie sagen, der war das Mausoleum und ist so geschichtsträchtig und ist der zentrale Platz. Wann ist die Idee aufgekommen, wenn der Platz schon seit 30 Jahren leer ist, wann war dann wirklich konkret die Idee zu sagen, ich möchte es dort stehen haben? Vor ungefähr 5, 6 Jahren. Und zwar nicht von mir unbedingt, ich hätte mir, glaube ich, nie getraut. Eigentlich war auch so fokussiert immer auf diese Peripherie, dass ich Sofia selber, und ich war nicht so oft in Sofia am Anfang, nicht so immer als die Hauptstadt gesehen habe. Und ich war da mit dem Vorstand von meiner Stiftung, die sich, da sind so Leute da aus Deutschland, aus Österreich, Schweiz, Italien und auch die bei der im
Vorstadtrat sind. Und einmal habe ich meine Unterstützer auch, wollte ich Bulgarien zeigen. Und als wir da am Sofia waren, hat ein deutscher Sammler von mir meinte, der Platz ist sehr perfekt, das ist sehr leer, hier ist gut. Und ich hab gesehen, die Bürokratie da hinten, wo ich habe mir gedacht, ich habe niemanden, so dass ich jetzt hier jetzt so mit Kö oder mit irgendeiner Institution dort musst du so irgendwie alleine. Und der Sammler oder meine Sammler, die finden das gut, die unterstützen das, aber die Arbeit da hinten, wie kommst du jetzt hier zum Politiker und sagst du, eigentlich wollte ich eine Skulptur am Hauptplatz hier machen, so? Was hältst du davon? Ja, das, und eigentlich gibt es so die Strukturen hier und dort gibt es nicht und jeder sagt, naja, aber vor ungefähr 5 Jahren und ich habe gleich gesagt, oh Gott, das muss ich jetzt, ich muss diese Wege gehen. Aber eben haben sich sofort wieder Leute gefunden, sei das jetzt gewesen der Thomas Stölzl von der Botschaft oder so verrückte Leute wie ich, die meinten, gefällt es mir gut, das machen wir. So. Und geglaubt haben wir es eh nie, aber schon irgendwie gehofft und daran gearbeitet. Aber du weißt es nie, ob das wirklich klappt. Zu viele Entscheidungen, zu viel Politik auch dabei. Am Schluss, wie gesagt, wenn du schon vom Parlament gehst, hier, wie weißt du, wie das ausgeht? Aber es ist, ja, und ich bin auch stolz irgendwie am Schluss, weil es wahrscheinlich der letzte Platz in einer europäischen Hauptstadt, dass es wahrscheinlich so dadurch bespielt wird, hat irgendwie so doch interessante Aspekte und aber auch viel Verantwortung ab jetzt, dass man bis jetzt nicht gesehen hat. Ja, also auf jeden Fall gratuliere, dass es geklappt hat. Und was ich eben so schön finde, ist, dass das eine offene Skulptur ist, die eigentlich in der Tradition steht von einem Salettl, sagt man in Wien, oder Pavillon. Und es eigentlich dieses Belustigungsprinzip, also es bietet einen Raum für die Öffentlichkeit, einen feierlichen Raum, wie Sie schon vorher gesagt haben. Und das heißt, es gibt etwas der Bevölkerung und es nimmt nicht Platz weg. Also es hat nicht diese pornografische Komponente, es will gesehen werden, sondern es gibt was. Das finde ich ganz schön. Ist aber nicht auch ohne Probleme, wie ich gemerkt habe bei der Politiker, weil die haben es gesehen, da haben sie die Kontrolle plötzlich nicht. Normalerweise ist alles geregelt, was in der Stadt passiert. Und so plötzlich kommt eine Skulptur, die jetzt irgendwie frei bespielt wird. Das ist nicht nur der Politik nicht ganz geheuer noch. Die wollen schon immer Kontrolle haben, was am Hauptplatz passiert jetzt, weil sollte ein Künstler jetzt das entscheiden. Es ist, also, das sind so Aspekte, die wir nicht sehen, aber ich habe gesehen. Aber ich habe gesehen, dass sie viel Angst davon haben auch. Und die, aber dafür sind durch diese, ja, dass jetzt die junge Generation in der Macht sind, sind sie auch vielleicht. Wollen sie es ja auch, die wollen, dass es Sofia ist, die wissen auch, dass es in Sofia ist. Es gibt ja kein einziges Kunst am Bau in Sofia. Das gibt es nicht. Es sind entweder Denkmäler aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, wo sich Bulgarien, oder so Anfang des 20. Jahrhunderts, als Bulgarien sich von der osmanischen Herrschaft nach 500 Jahren befreit hat. Das sind so Denkmäler, die irgendwelche Kämpfer gegen die osmanische Herrschaft waren. Oder kommunistische Denkmäler. Das ist wahrscheinlich das ist der allererste Kunst am Bau, wenn man das so nennt, von wegen Peripherie. Es gibt sowas nicht. Und da sind extrem viele Fragen, auch Ängste, aber auch Begeisterung dabei. Also das war, wo jeder redet. Ob man im Taxi steigt, weiß jeder, man kann sich ein Brioche in der Früh kaufen in der Bäckerei, da ist jeder sofort informiert und kann über das Bronzehaus reden. Also das hat so eine Dimension erreicht, wie gesagt, dass das, das ist es ist nicht nur so positiv, aber es ist schon in die Richtung hoffentlich. In genau einer Woche sitzen wir in Sofia auf dieser Plattform und stellen sozusagen das Projekt nochmal aus der Perspektive, was macht da eigentlich die Kunsthalle Wien, der Presse und Öffentlichkeit vor. Wir sind sehr gespannt. Ich kenne das die Reaktion bisher auch nur aus quasi der Sicht von Plamen und freue mich, bin auch ein bisschen nervös. Wie gesagt, es ist der Auftakt und wir werden Sie auch hier in Wien auf dem Laufenden halten, was das Bronzehaus für Fragen stellt, wie die Antworten ausfallen
und welche Debatten es gibt. Ja, das ist heute angekommen. Ich habe gebeten, Vanessa, dass ein paar Einladungen an die Politiker in Bulgarien geschickt werden. Scheinbar sind sie heute angekommen, weil vom Büro der Bürgermeisterin, von Gemeinderat, von der Gemeinde haben ständig Leute angerufen. Ich habe nicht abgekommen heute, zu wissen, wie das jetzt ist, weil die haben eben die Kontrolle plötzlich nicht mehr. Jetzt ist dann sogar in Wien wird über das Hauptplatz in Bulgarien so diskutiert oder wird hoffentlich für die auch schon nicht so ohne. Aber wir sitzen da nächste Woche, gibt es eine Pressekonferenz und wir müssen durch. Ja, dann danke ich Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Am Ende jeder unserer Veranstaltung gibt es einen kleinen Werbeblock mit Hinweis auf die nächste Veranstaltung. Am Montag, den 9. April, wird hier, wo ich jetzt sitze, Nikolaus Schaffhausen sitzen und dort, wo Plamen Dejanov heute sitzt, wird Andreas Meilert-Pokorny, der Stadtrat für Kultur, sitzen und die beiden unterhalten sich über Kulturpolitik und auch über das Verhältnis von Kunst und Politik, Kunst und Öffentlichkeit beziehungsweise den gesellschaftlichen Auftrag von Kunst. Das wird bestimmt spannend. Das ist quasi eine Veranstaltung, die sich aus einer ja doch gewissen Kontroverse während der Eröffnungsreden anlässlich der Ausstellung How to Live Together ergeben hat. Und ich bin sehr gespannt und würde mich freuen, wenn Sie auch dabei sind. Danke.